Hallo und willkommen zurück bei Stranded Alien Dawn. Wir müssen gucken, dass wir mehr Stein bekommen. Alter, es sind einfach mal 600 Nahrung weggerottet. Aber gut, das passiert, ne? Old Equipment. Okay. Ja, wir müssen wirklich, können wir schon Storage bauen für Kleidung? Ja. Ich setze ihn mal hier draußen hin, ich hoffe, ich vergesse das nicht. So, dann werden wir jetzt einmal für Sommer. Bis man 4 hat. Einmal für Winter. Die werden leider nur aus Dings hergestellt, okay. Dann wieder einmal Sommer. Oder eher, hier kann man nur direkt für Winter machen. Veggie-Leder. Wir machen aus allem dann Veggie-Leder. So, Pants. Hier, Summer-Pants. Dann brauchen wir noch Winter-Pants. Dann machen wir wieder nur Veggie-Leder. So, Schuhe. Sommerschuhe. Dann Winterschuhe. Guck mal hier, durch, über den Ofen. So, Hüte. Der Sommerhut. Und der Winterhut. Ach warte, der braucht beides. Brauchen die anderen auch beides? Verdammt. Dann muss ich die alle nochmal durchgehen, wo beides gebraucht wird. Im Prinzip immer die Wintersachen. Es wäre halt schön, wenn die sich selber dann die Klamotten auch anziehen. Oh, hier, Veggie-Armor. Doch aufgetaucht. Wo fällt denn hier Metall vom Himmel? Alter, die haben hier die Holzpalisade schon gebaut. So, ich würde sagen, jetzt bauen wir hier schon dann auf der anderen Seite. Boah. Krass.
Ich würde sagen, wir fangen mit der Mauer doch von der Seite an. Und zwar von hier. Wobei, das sieht so aus, als käme man da noch durch. So, ich glaube, hier ist der erste. Sonst können die hier durchgehen. Das ist ja auch doof. Aber man kann hier einfach zumachen. Und dann hier zu. Man könnte hier sogar einen Turm hinsetzen. Ja, guck mal, da kann man doch vorbeigehen. Wir müssen wirklich Lee nehmen. So, immer schön Shift nicht vergessen. So, jetzt die Frage, machen wir dann hier erstmal zu, ne? Das heißt, das hier ist eigentlich voll im Weg. Moment, das können wir doch forschen. Können ja auch erstmal so machen. Sven ist aber schnell mehr. Aber die kommen von der Seite hier. So, dann einmal bitte rauf mit dir. Rauf mit dir. Du gehst da. Und Nova, du bleibst. Oh, wir haben ja keine Verteidigung. Dann gehst du hier hin tatsächlich. Sie kommen! Aber die können da ja nicht hochkrabbeln, oder? Die gehen jetzt davon aus, dass sie da nicht hochkrabbeln. Wir haben nämlich die Verteidigung noch gar nicht bis hier hingelegt. Okay, die greifen den Turm an.
Jawohl, da ist noch einer. So, Kana will eigentlich gar nicht kämpfen. Kana kriegt da schlechte Laune, wenn sie kämpft. Müssen alle repariert werden und wir müssen die Fallen umlegen. Erstmal können wir das hier wieder open. Können wir die? Können wir bewegen? Okay. So, damit werden die Fallen auch gemoved. Wir können diesen Zaun hier schon mal deconstructen. Damit die das Holz nehmen können. Und neu aufbauen. Ich würde das gern, dass die das automatisch die Kleidung wechseln. Ja, ich weiß, es fehlt Holz. Kriegen aber Holz dazu bei jedem Mal, wo wir Zaun abbauen. Also wir brauchen Stein. Ja, wir werden auch noch Holz. Lass uns doch erstmal Stein meinen. Nein, hier kriegen wir keinen Stein raus. Wir müssen halt gucken, wo wir noch sehr viel Holz herbekommen.
vielleicht noch ein bisschen mehr Holz hier anbauen sollten. Können wir den vielleicht erweitern? Ja, aber es wird nicht viel bringen. Was ist mit dem hier los? Keine Ahnung, warum der hier auf einmal angegriffen hat. Wobei, er hat nicht angegriffen. Ich glaube, kann es sein, dass der vielleicht geflohen ist? Auf jeden Fall müssen wir hier noch Barrikaden bauen. Verteidigungstürme. So, das sieht doch gut aus, wenn wir das Holz hätten. Hello. Können wir die alle auf einmal moven? Aber das geht. So, dann haben wir hier, hier und hier muss noch Verteidigung gebaut werden. Ich glaube, wir haben jetzt da mehr, ne? Wir haben jeweils 4x4. Warum ist es hier mehr? 4 draußen, einen drin. Einen drin, 3 draußen. Ah, oh, einen schönen Helm. Wir haben draußen 5 Grad und das soll Hitzewelle sein. Also das ist irgendwie kurios. Erstmal Nova, hier schön den synthetischen Helm rein. So, es wird kalt, das heißt, du ziehst auch ein Sweatshirt an. So, Lara. Vielleicht sollten wir die Wintersachen vorziehen, gerade.
So, jetzt haben wir die Wintersachen haben wir jetzt vorgezogen. Und wir erlauben bei allen doch alles. Sollen die einfach alles nutzen? So, der will unbedingt hier Exploren reinnehmen. Dann machen wir doch mal hier Long Distance Travel vorher. Haben wir denn irgendwo noch gute Bäume, die wir fällen können? Hier die ganze Rückseite hier. Und die ganzen Steine, alles weg. Damit das hier drin auch mal vorwärts geht, ne? So, da wird die erste Winterhose fertig. So, wer hat die kaputteste Hose? So, die hat 6. Die hat auch 6. Die hat auch 6. Die sind alle gleich. Mal gucken, ob wir über den Winter bestehen, weil das Haus noch nicht fertig ist. Oh, wir haben noch eine Pistole gescavenged. Wer war denn noch gut in Combat? 1, 3. Einmal bitte noch eine Laserpistole. So, hier sollen ja 4 Leute drin schlafen. Also erstmal sollen die natürlich hier auch Airvents bekommen. Zack. Kriegen natürlich auch ein Fireplace. Die haben das Fenster für Licht, theoretisch. Jetzt bauen wir aber erstmal die nächste Wand. Okay,
Okay, hier gibt's wieder aggressive Viecher. Wir werden Kanna diesmal nicht draften. So, was sind denn das für aggressive Dinger? Ach so, das sind hier die runden Dinger. Die können jetzt mal angreifen. Also die hier sind das. Ach so, wenn ich auf 4 drücke, geht die Forschung an. Ich kann nicht beim Angriff... Beim Angriff kann ich nicht dingsen. Also hier die Geschwindigkeit auf Maximum stellen. Sie kommen! Wir müssen irgendwie eine Beleuchtung nach draußen packen. Du sollst nicht kämpfen, das gibt dir Debuffs. Okay, wir müssen für Licht sorgen. Damit wir besser treffen. Wobei es wäre, glaube ich, besser hierhin, ne? Wo habe ich die jetzt hier gebracht? Ja, da habe ich es auch so gemacht. Nicht direkt neben das Tor, sondern ein bisschen Platz gelassen. Naja, wir müssten eigentlich genug Essen haben. Okay, ich muss erst die Wände ziehen. So, das muss ein Erweiter werden fürs nächste. Und dann... Verdammt. Ja, wie kriege ich die jetzt hier dran? Ah, so. Okay, also ein fürs nächste Gebäude und dann nochmal ein Dreier. Also der müsste so sein. Die Wand und das Dach müssen wir canceln. Also erstmal hier das Dach. Roof Construction Cancel. Jetzt müssen wir hier die Wände canceln. Cancel. Dann werden wir den Ofen auch nochmal verschieben, damit er mittig steht. Bleiben wir erstmal bei den Wänden. Die Außenwand als erstes natürlich.
Jetzt kommen die Innenwände. Wieder aus Holz. Die Türen. So, die Betten. Den kleinen Tisch. Mit dem kleinen Stuhl. Alle das kleine Fenster. So. Holzdach? Ich glaube, wir gehen auf Holzdach. Steinwand, Holzdach. Okay, sie hat eine Erkältung. Wir können jetzt erstmal hier alle ihre Thermalhosen anziehen. So, als nächstes wäre im Prinzip eine Jacke am besten. Okay, dafür haben wir halt nicht die Sachen. Die Boots. Müssen noch nach oben, die Boots. Guck mal hier, Sommerhut, Sommerhose, Schuhe, Sommerhose. Was ist mit dem Sweater? Ups. So, das ist halt hier bei Jacke, ne? Ja gut, wenn wir nicht die Ressourcen hierfür haben. Warum eigentlich nicht? Warum haben wir die Sachen dafür nicht? Leder oder Fabrik. Das heißt, wir müssen mehr Tiere jagen. Oder mehr von diesen Dingern harvesten. Die sind aber nicht ready zum Harvesten. Gut, die haben jetzt alle eine Erkältung im Prinzip. Okay, wir haben Boots bekommen. Cold bei 4, 3,
3, 4. Okay, Lara, du kriegst als erstes Boots. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon blockt? War es das auch schon für diese Folge? Wir sehen uns in der ja, hier sind irgendwo Bäume, wo man wohl nicht drankommt. Er zeigt mir aber nicht an, welcher. Na gut, das war's erstmal für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.